So Leute, und da sind wir auch wieder in RimWorld. Und ja, geht voran wieder. Wir sind dabei, mehr Verteidigungsanlagen zu bauen, unsere Stromversorgung zu verbessern. Unsere Stromversorgung sieht langsam ganz gut aus. Versuche es jetzt einfach mal hier wieder Strom zu geben. So, wie sieht's hier aus? Allgemein habe ich die ja nicht ausgemacht gehabt, die Lampen. Da ist Strom getrennt. Sind dabei, wieder Nahrung zu besorgen, indem wir Tiere jagen. Weil ja hier auch noch ein Fehler war durch den Angriff das letzte Mal. So, ein bisschen Stahl ist gerade in Arbeit. So, klack, 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 klack. Gut, hier hatten wir sogar ein paar Bauteile noch drin. Leider nicht genug. Was ist mit dir los? Nahrung? Ja. Gut. Wie sieht's aus? Fehlt uns immer noch Stahl. Und war jetzt kein Stahl mehr. Gut. Dann schauen wir uns das hier unten an. Ob wir doch hier vielleicht was da drunter haben. Vielleicht findet ja Chillian was. Was haben wir hier? Den Loks, den Toten. Zum Ausspringen. Den können wir natürlich auch gut gebrauchen. Der hat gute Nahrung. Ich glaube, wir werden uns den jetzt mal holen, mit allen zusammen. Themen. Dann versuchen wir das doch mal zu zähmen. Alpha-Trumbo. Zähmen. Ein Weibchen. Kann nicht als Last hier benutzt werden, also
Dann benutzen wir den nicht. So, das sieht gut aus. Wird ja langsam. Wieso bist du verwirrt? Sag Erholungsmangel. Ja, okay. Stall haben wir denn? Nicht genug. Dann nehmen wir Marmor. So. Oh, Holz. Obwohl, nee, machen wir anders. Da. Okay, dann nicht. Dann machen wir Holz einfach raus. Böden. Machen wir auch Holz draus. Eine Vorratskapsel mit... Was ist das? Insektengelee. Oh. Gibt es den Ambrosia hier denn eigentlich noch? Nee. Ich hab vergessen. Das Wildtiere. So, neu installieren. Wieder Böden. Schön auf von den Dingen gehen.
Oh ja. Brauchen wir alle. Komprimierten Stahl getroffen. Sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Stahl. Gut gemacht, Chillian. Wenig Nahrung. Hast du mir da gerade Erdbeeren weggefuttert? Das wird jetzt ein kompletter Gemeinschaftsraum hier, der fertig ist. Gegessen und hier können die Zacken und so. Nee, nee, das machen wir erst später, bis unten fertig ist. Das Ding müssen wir auch noch umsetzen. Dahin. Eine Sonnenfinsternis, na super. Wenigstens habe ich Windräder. Ja, halt. Keine Ahnung, ob das was bringt, da jetzt was hinzusetzen. Aber machen wir einfach mal. Besser als nichts. So. Ist jetzt hier Licht aus? Ist hier schon wieder irgendwo Strom kaputt? Nee, eigentlich nicht. Ist da Licht aus? So, weil die wahrscheinlich zu viel verbrauchen und erstmal andere Sachen aufrecht erhalten werden müssen. Wie Nahrung zum Beispiel. Sagen wir mal, wieso hat der da jetzt was hin? Kreativität, Money, okay. Eine Sonnenfinsternis. Oh, langsam können die Heizung wieder. September. Langsam wird's kalt draußen. Oh, bevor wir die hier auseinandernehmen. Kommen die doch lieber denn dahin. Und dahin.
Was? Ach, dann lernen sich welche. Okay. Okay, sie gehen also da lang. Ja, genau. Und was habt ihr denn jetzt? Fabio, einmal retten bitte. Oh, achso. Davon soll ich ein paar nehmen. Machen wir mal 30. Okay. Oh Gott. Das lese ich mir mal durch, lieber. Das ist Vorbereitung vom Psychit. Hierauf kann, um einen starken euphorischen Zustand hervorzurufen, ist sehr einfach herzustellen und extrem genüsslich einzunehmen. Doch ist die Suchtgefahr extrem hoch. Flak ist bekannt dafür, Leben, Gemeinschaften und sogar ganze Gesellschaften zu zerstören. Nein. Warte. Nein. Will ich nicht. Ist nicht ein bisschen was, wo man einfach nur chillen kann? Nein, gib mir dann wenigstens deine Medizin. Strukturen. Und das funktioniert also. Gut. So, das Ding ist hier fertig. Schön überall jetzt die Heizung anmachen, weil es wird kalt. So, zurücksetzen auf 21 Grad, überall bitte.
Was ist denn da schon wieder wer? Was? Okay, ist nichts passiert, ne? Gut. So. Okay, so kann ich also auch was dran bauen. Okay. Wir wissen, dass ich dann so auch was reinbauen kann. Kann ich euch irgendwie sagen, muss man das doch sagen können, wo die hin sollen und wo nicht? Dass man da dann nochmal lang gehen kann. Also eine richtige Festung wird das. Gute Nacht, Leute. Also wir sind überall an, es ist auch überall angenehm warm. Malaria? Okay, alle mit Malaria gehen da oben hin. Du Malaria? Nein. Nein. Achso, Name. Du hast Malaria, du liegst da oben schon. Ist auch. Ist auch. Und Fabio behandeln. Eigentlich aus mit unserer Nahrung. Echt gut sehe ich gerade. Alle behandeln. Alle behandeln. Und alle behandeln. Was Malaria? Das sollst du dich mal bitte wieder hinlegen. Was Malaria? Hinlegen. Mein Gott! Akt Karawane, achso. Wieso? Fischkuh wurde zahm.
Ach du Scheiße. Das ist natürlich keine Waffe, ne? Leira traf Alpaka vorhin mit. Da sind ja noch. Was? Da sind ja noch mehr. Was? Wo kommt die denn her? Haben die jetzt von zwei Seiten angegriffen? Heftig. Da wurden wir angegriffen von zwei Seiten. Wir haben einen Alpaka getötet. Da ist es. Oh. Wie viel habe ich jetzt noch? Ja, geht ja. Geht ja langsam noch. Oh. Ich brauche nicht, oder? Ach egal, lass ich auch eben. Klinischer Notfall. Stachelschwein. Fabio, einmal hier. Bossloser Kolonisten, nein. Einmal retten. Hey, du bist näher dran, einmal retten. Sagen. Warte, was? Wart ihr nicht die, die uns gerade angegriffen haben? Nein!
das war's dann erstmal mit der Folge. Wir machen das jetzt mal hier weiter. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel gerade wieder. Jillian ist tot. Brauchen wir. Wir dürfen einfach keine Leute verlieren. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Leute.